Mädels, habt ihr satt, dass hartnäckige Verehrer stundenlang euer Band voll quatschen? That gets my heart pumping. Yeah. Kurzum, sehnt ihr euch nach dem Prinzen, der nur ab und zu mal auf seinem Schimmel vorbeigaloppiert? Du gehst einmal im Jahr aus dem Haus und dann willst du auf eine Ausstellung? An einem Freitagabend? Das ist einmal umsonst essen. Und vielleicht lernst du was. Oh ja. Meinst du, wir sind spät genug? Verdammt dunkel hier. Du heilige Scheiße. Soll ich ihn etwa fragen, hast du was dagegen, wenn ich für ein paar Minuten an deiner Unterlippe nuckle? Oder hast du eine ansteckende Geschlechtskrankheit? Oder findest du mal ein bisschen abzuklein? Alles, was ich immer wollte, ist jemand, der mir Schwierigkeiten macht. Ach klar, Dienstag. Kein Problem. Der einen Sinn hat für das, was ich tue, aber mich auch nicht zu ernst nimmt bei allem. Über den ich nachdenken muss, der mich beschäftigt und inspiriert, der eben da ist. Wimperntusche und meine würden nie so aussehen. Eines Tages wirst auch du merken, dass es im Leben noch mehr gibt als nur Männer. Vielleicht. Aber bis dahin. Wie wär's mit morgen Abend? Du wirst ihn sowieso vergessen, wenn er dir deine Plattenregale eingedübelt hat. Na? Was macht ihr denn hier so ganz alleine? Keine Panik, sie sind nicht zusammengekommen. Jedenfalls noch nicht. Männer bekommen, wenn sie älter werden, Blumen ins Gesicht. Und das sieht dann auch noch wahnsinnig interessant aus. Frauen kriegen Falten. Ich werde sie Linien nennen. Hi, Maisha. Chagall ist mein Lieblingsmaler. Sein Blau ist so. Glaubst du, wir können trotzdem Freunde sein? Ich finde, wir sollten sie beiseite nehmen und sagen, können wir uns mit ihnen ein bisschen über ihre Aufmachung unterhalten.